Jo, was geht ab, ladies and gentlemen? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Workout-Vlog. Ihr seht, meine Haare sind fantastisch. Wir starten in unser Video, in unseren Vlog, nach einer kurzen Nachricht von unserem Sponsor Vest. This is for the pros. So, wir sind wieder back. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, vergesst nicht Kanal abonnieren, Glocke läuten und kommentieren, was ihr heute trainiert. Wir sind in der Prep 2024. Wir haben noch einige Wochen, unter Anführungszeichen, bis zum Evo Qualifier und dann auch einige Wochen nur noch bis zur ersten Show in Manchester bei der BNBF. Ihr seht, ich bin ein bisschen energiegeladen, einfach die letzten zwei Tage Refeed gehabt, deswegen Energielevels wieder ein bisschen nach oben gegangen. Verdauung hat sich durch die Flohsamenschalen sehr, sehr verbessert. Ja, also ich fühle mich wirklich verdauungstechnisch wieder back auf einem halbwegs okayisch Level, was sehr, sehr gut ist. Ja. Verstopfung ist nahezu, also keine Verstopfung mehr, sagen wir so. Stuhlgang von alle zwei bis drei Tage auf eigentlich fast daily, jetzt schon wieder runter. Heute ist der vierte oder fünfte Tag mit Flohsamenschalen, was sehr, sehr gut ist. Auch dieses aufgeblähte Gefühl, was ich in den letzten Vlogs immer wieder am Anfang erwähnt habe, ist eigentlich so gut wie gone. Ja? Also der Körper adaptiert da die Flohsamenschalen. Man muss es halt wirklich langsam und sukzessiv angehen. Ich habe dann natürlich, wie ich immer so bin, extremst reingestartet. Ja? Ballaststoffe schlagartig erhöht. Dann, wie gesagt, ein riesiger Stuhlgang, wo ich mich entleert habe, ja? Was sehr, sehr angenehm war, unter Anführungszeichen. Und jetzt eigentlich konstant am Flohsamenschalen supplementieren, circa so um die 5 bis 7 Gramm pro Mahlzeit Flohsamenschalen dazu. Das heißt, wir kommen so auf 20 bis 25 Gramm Flohsamenschalen über den Tag zusätzlich verteilt, was natürlich ballaststofftechnisch, das sind ja halt reine Ballaststoffe, sehr, sehr gut ist und sich einfach wohltuend auf den Darm legt, sagen wir so. Und ja, ich finde das eigentlich ausgezeichnet, so wie es jetzt gerade rennt. Auch von den ganzen Prep-Settings her. Natürlich Schlaf noch immer ein bisschen ein Problem. Ich muss einfach schauen, dass ich, wie gesagt, weniger Flüssigkeit konsumiere. Ich wache jetzt alle zwei, drei Mal in der Nacht auf. Heute Nacht, glaube ich, waren es nur zweimal oder dreimal. Weniger auf jeden Fall als die Nächte davor. Und da muss ich einfach schauen, dass ich brav trinke, über den Tag verteilt und dann am Abend das Trinken noch tapere, dass ich da ein bisschen weniger Flüssigkeitskonsum einfach drinnen habe, dass sich dann in der Nacht widerspiegelt. So schaut's aus, so ist der aktuelle Stand. Wir gehen in die Push-Session, diesmal mit Mikrofonen hoffentlich. Let's go!